Guten Tag, ich grüße euch nach der Let's Play Pause mit einem neuen Mike wieder. Jetzt wird es Zeit, wieder meine Pokémon zu trainieren. Wir sind jetzt aus dem Einheitstunnel herausgekommen und sind auch gleich in Azalea City. Aber zuvor nehme ich noch die Beere mit, eine Gegengiftbeere. Denn die brauchen wir ja noch, falls wir Gegengift jetzt nicht haben. Endlich habe ich es durch diese Höhle geschafft. Sie war größer als ich annahm. Ich war zu erschöpft, um alles zu erkunden, also habe ich sie verlassen. Kein Überlebensinstinkt. Kein Entdeckerinstinkt, meine ich. Ich bin durch den Tunnel gegangen, aber ich habe noch viel Energie übrig. Ja, so wie wir. Ab in den Kampf. Tom. Okay, es schickt einen Kleinstein in den Kampf. Gesteinboden. Oh, ich trage meinen Kopfhörer falsch. Moment. So, jetzt. Das ist nämlich auf Stereo eingestellt, deswegen merke ich das jetzt. Oh Gott, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen was um... Sorry, Leute, dass jetzt gerade nichts passiert. Moment. Ich muss jetzt ein bisschen was umstellen. Bissangriff. Moment. Ja, So, jetzt. Nee, immer noch nicht. Jetzt passt's. So, okay. Mein Mikrofon, Quatsch, mein Kopfhörer war bloß gerade anders rumgestellt, deswegen muss ich das jetzt wieder entheddern, das ganze Zeug und so. Naja, egal. Unser Flug-Pokémon hat einen Gesteins-Pokémon besiegt. Also wenn das mal nichts, keine Leistung ist. Macholo. Ja, was machen wir mit diesem Macholo? Ich würde sagen, verwirren. Verdammt, geht daneben. Ja gut, wenn es nicht verwirrt werden will, dann machen wir es eben anders. Und zwar mit... Ich probier's mal mit Eagle Lover. Fußkick, als ob das mich jucken würde. Das zieht so wenig ab. Naja. So, Step-Angriff. Ich tue mir schnell Cola. Moment. Er hat wohl Kickboxen trainiert, deswegen tut er nur kicken gerade. Aber Boxen kann er auch, so. So, gleich, jetzt sind wir gleich in Azalea City. Oder soll ich sagen, wir sind in Azalea City. Und die Musik ist so schön. Die Musik ist so schön, da ist ein Fuzzi, der steht im Weg. Es ist gefährlich, hier hineinzugehen. Deshalb stehe ich hier Wache. Bin ich ein barmherziger Samariter? Ja, das bist du, genau. Dankeschön. Sehr freundlich von dir. Mann in Schwarz. Schutz wird nicht mehr, hat er gesagt. Okay. Der Fleckmann-Brunnen ist auch bekannt als Regenmacherquelle. Die Leute hier glauben, dass das Gähnen eines Fleckmanns Regen erzeugt. Laut den Aufzeichnungen soll das Gähnen eines Fleckmanns vor über 400 Jahren eine Dürre beendet haben. Interesting, interesting. So, was hast du zu sagen? Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Ich hörte, dass ihre Routen verkauft werden. Ja, genau. Also im Puff. Ja. Bist du gekommen, um kurz zu bitten, dir ein paar Bälle zu machen? Eine Menge Leute wollen das. Ja, vielleicht. Mal schauen. Das Wichtigste für uns ist natürlich die Arena, die uns jetzt vor uns steht. Pokémon Arena von Azalea City. Leitung Kai. Die lebende Käfer-Pokémon-Enzyklopädie. Oh Gott, lang ist es her, seitdem ich den letzten Pokémon-Part gemacht habe. Ich muss mich erst wieder hineinfinden, deswegen... nicht wundern, falls ich jetzt ein bisschen komisch drauf bin. Hast du schon einmal eine Fleckmon-Route probiert? Sie soll sehr lecker sein. Du bist sicher froh, dass ich dir das gesagt habe. Warum? Das ergibt keinen Sinn. Ich bin jetzt genauso froh wie vorher. Naja. Holzkohleofen. Hier kriegen wir ein Item, das heißt Holzkohle. Wer hätte es gedacht? Alle Fleckmons sind aus der Stadt verschwunden. Vielleicht ist der Patron des Waldes zornig auf uns. Es kann ein böses Omen sein. Besser, wir bleiben zu Hause. Ach, diese Japaner, die sind so leichtgläubig in Sachen Omen oder sowas. Naja. Wo sind nur alle die Fleckmons hin? Die sind irgendwo zum Spielen hinausgegangen. Aber ich muss was trinken. Sorry, dass ich jetzt so viel trinken muss. Ich habe gerade Minecraft aufgenommen. Es hat eine Stunde gedauert.
Deswegen ist meine Stimme jetzt ein bisschen im Arsch. Und deswegen muss ich jetzt auch noch was trinken. Also, Moment. Ja, okay. Minecraft gibt's übrigens morgen. Spannender Part. Höhenerkundung. Mehr oder weniger. Ihr werdet es schon sehen, was dann passiert. Ziemlich geiler Part. Gehe durch Azaleas City und du landest im Steineichenwald. Aber diese dürren Bäume machen es unmöglich weiterzukommen. Die Pokémon des Kühlers können die Bäume mit dem Zerschneider fällen. So, was ist das für ein Haus? Moment, hier ist ein Schild. Vielleicht steht da drauf. Kurzhaus. Ach so, das ist, da wohnt also der Kurt. Der berühmte, weltberühmte Kurt. Wenn er so berühmt ist, warum wohnt er dann in so einem scheiß alleinstehenden Haus in einer kleinen Stadt? Egal. Gehen wir mal da rein. Das ist wohl Kurt, was? Wer bist du? Gold, was? Du willst, dass ich ein paar Bälle mache? Verzeih, das muss warten. Kennst du Team Rocket? Ja, kenne ich. Ich war sogar mal im Team Rocket. Ja, egal. Ich erzähle dir ohnehin darüber. Team Rocket ist eine üble Bande, die Pokémon für ihre Zwecke einsetzt. Man sagt, dass sie sich vor 3 Jahren aufgelöst haben. Aber jetzt sind sie am Brunnen und schneiden die Ruten von Phlegmon ab, um sie zu verkaufen. Also werde ich ihnen eine Lektion erteilen. Halte durch, Phlegmon, der alte Kurt ist auf dem Weg. Und da ist er schon wieder weg. Ganz schön schnell für sein Alter, naja. Großvater ist fort. Ich fühle mich so einsam. Tja, dann wirst du das jetzt für die nächsten 5-10 Minuten so jetzt bleiben. Oh Gott, ich kann nicht mehr gescheit kommentieren. Huch! Was passiert denn da? Unser Eis geschlüpft. Es ist ein Pokepi. Spitznamen? Nee, danke. Spitznamen sind zwar schön und gut, aber ich will jetzt keine Spitznamen. Irgendwie ist das alles so hell, kann das sein? Der Emulator ist irgendwie so hell. Moment, ich tue mal ein bisschen was umstellen, damit es ein bisschen dunkler wird. Game Boy Color. Es ist ja auch auf Game Boy Color eingestellt. Moment. Super Game Boy. Was ist das? Nee. Nochmal Game Boy soll, das ist jetzt im Display. Man muss echte Farben. Ah, schon viel besser. Okay. Das ist auch viel besser als dieses grelle Dings. Ich glaube, das habe ich noch von der Kirby-Einstellung vom 50-Abo-Special. Nee, Quatsch. Vom 2-Jahres-Special. Ich würde sagen, wir gehen in den Brunnen. Moment, erstmal den Zustand unserer Pokémon überprüfen. Wir müssen ja, gehen wir sicherheitshalber noch ins Pokémon Center und dann machen wir den Flugbrunnen. La la, die Musik ist so schön. Aber die Pokémon muss ändern nicht. Die höre ich in jedem Pokémon-Spiel. Und die klingen fast jedem Pokémon-Spiel gleich, außer in der 3. Generation, da hört sich ein bisschen anders an. Ah, oh, schon nicht zu viel raus hier, ich mag die Musik nicht, die ist viel geiler, die Musik. Das ist Azalea City, wo sind die Phlegmons hin, wo sind die Phlegmons hin, sind die vielleicht in diesem Brunnen, wo Team Rocket ist. Schauen wir mal rein. So, was hast du zu sagen? Hallo Gold. Die Wache ganz oben ist weggelaufen, als ich sie anschrie. Aber dann bin ich in den Brunnen gefallen. Ich bin so hart auf meinen Rücken gelandet, dass ich mich nicht mehr bewegen kann. Mist, wenn ich fit wäre, würden meine Pokémon sie bestrafen. Ah, mir ist nicht zu helfen. Gold, zeig ihnen, wie mutig du bist. Tu es für mich. Nee, für dich nicht, nur für die Phlegmons. Oh Gott! Mist, ich stand da oben, Wache, als ein Verrückter vorbeikam und mich anschrie. Ich bin so erschrocken, dass ich hier heruntergefallen bin. Ich glaube, ich lasse meine Wut an dir aus. Ja, danke, aber auch. Miese Rocket. Also gut, ich war ja selber mal im Team Rocket. Ich kann verstehen, wie man sich fühlt, wenn man ständig von Giovanni rumgeschubst wird. Mach das, mach dies, mach das, mach das. Da würde ich mich auch angepisst fühlen und dann noch in den Brunnen fallen. Ich kann ihn verstehen. Pff, guten Schlag. Ich glaube, den muss ich mal ein bisschen Blut abzapfen.
Rumzuhieb. Wie peinlich, da ist zwar Step drauf, weil Rumzuhieb eine normale Attacke ist. Der Blutsauger zieht sogar mehr ab, als ich gedacht hätte. Jetzt reicht aber mit dem Rumzuhieb, ich will deine KP haben. Welches Level hat Zubat eigentlich? 14, okay, entwickelt sich mit 7 Leveln zu Golbat. Ratzfatz schon wieder. Ja gut, lassen wir Zubat nach draußen, wir wollen ja bald einen Golbat bekommen. Wir wollen bald ein Golbat bekommen. Okay, der war scheiße, ich geb's zu. Ich geb's zu, der war mega scheiße, der Witz. Ist so ungewohnt, jetzt so mit Kopfhörer zu spielen. Normalerweise zocke ich ja nicht mit Kopfhörer. Ich zock's jetzt nur noch mit Kopfhörer, weil ich in der letzten Aufnahme von Minecraft gemerkt habe, dass das irgendwie halt bei mir, das Sound. Deswegen trage ich jetzt einen Kopfhörer, damit es nicht mehr halt bei mir. Weil das neue Mikrofon ist es so gut, dass, ja, es nimmt sogar das, von dem Musik auf. Die nimmt halt die Ingame-Musik zusätzlich noch auf. Deswegen halt es ein bisschen. Und es kommt nicht so gut. Deswegen, jetzt, deswegen trage ich jetzt einen Kopfhörer. Damit es nicht halt. Ich möchte ja gute Let's Plays machen. Wir sollen aufhören, den Fleck von ihren Routen abzutrennen. Tja, ja, versuche alle. Normal. Ja, versuche uns alle zu besiegen. Oh Gott, lang kein Pokémon gespielt, ey. Scheiße, ich habe lange nicht mehr gelesen. Ich habe lange nicht mehr gelesen. Ich habe nicht mehr gelesen, lange nicht mehr gelesen oder Pokémon gespielt. Normalerweise zocke ich in letzter Zeit Skyrim. Viel zu viel Skyrim, Skyrim. Ich muss viel mehr Pokémon spielen, meine Pokémon mehr trainieren und nicht wieder stundenlang Skyrim spielen. Hypnose, scheiße, keine Wirkung, warum nicht? Warum zeigt Hypnose keine Wirkung? Warum zeigt Hypnose keine Wirkung? Jetzt hat die Hypnose getroffen, getroffen. Jetzt kommt ein Schläger-Attacke, die soll Zubat besiegen, aber es zieht viel zu wenig ab. Okay, ich wechsle das Nebulag mal ein zu Iglava. Iglava kann sicher mehr reißen als Nebulag. Okay, ich höre schon auf. Keine Panik, Leute. Zieht nur ein KP ab, natürlich. Okay, machen wir in die Hölle Eis. So wie mein Charakter in Skyrim. Ja, ich habe echt so viel Skyrim gespielt, das muss ich schon zugeben. Ich glaube, ich habe mittlerweile insgesamt 310 Stunden Skyrim insgesamt auf Steam gezockt. Mit drei verschiedenen Charakteren. Das ist krass. Was Skyrim für ein geiles Spiel ist. Ich freue mich total auf die Elder Scrolls Online. Ich glaube, da werden nicht mehr so viele Let's Plays kommen, wenn ich anfange, die Elder Scrolls Online zu spielen. Das zocke ich wahrscheinlich Tag und Nacht. Ich meine, ich zocke ja schon Skyrim sehr viel. Und wenn es dann das Online-Spiel rauskommt, ist Skyrim, boah, das wird so krass, ey. Ich werde nicht mehr wegkommen von dem Spiel, das kann ich euch sagen. Oh Mann, Wicke. So wie Igel aber jetzt von dem Rettern nicht wegkommt, weil ihr Rettern Wickel eingesetzt hat. Ja, das ist ein neuer Effekt von Wickel. In der ersten Generation hatte Wickel noch einen anderen Effekt. So, da konnte man so eine Rap-Taktik machen, immer nur Wickel einsetzen, wenn das gegnerische Pokémon paralysiert war. Aus dem Grund haben die jetzt Wickel total den Effekt der Wickel-Attacke total umgebaut. Dass er jetzt ständig irgendwie dauerhaften Schaden macht. Ähnlich wie ein Giftangriff. Der allerdings verschwindet nach einiger Zeit. So, dieser vorletzte Rocket in diesem Brunnen. Wir sollen aufhören, den Fleckmons ihr Roten abzutrennen. Wenn wir auf dich hören würden, dann wäre der Ruf von Team Rocket ruiniert. Ihr habt eh keinen Ruf, also was wollt ihr mit eurem Ruf? Moment, ich trinke mir wieder schnell einen Cola, Moment. Okay. Ist eine gute Cola. Witter, Cola Mix. Kann ich euch nur empfehlen. Okay. Schleichwerbung. Ich glaube, Zubat hat zu wenig KP. Nebula kann nicht angreifen, weil Nebula eine Geisterattacke drauf hat und Rettern Normal-Pokémon ist. Da bleibt uns ja nur noch der Igel da war. Der Igel da war.
Das ist sogar nicht sie, seht ihr, das geht gar nicht. Okay, nochmal Glut. Ja, hab mir schon gedacht, dass es ein One-Hit-Kill wird. Ich meine, es ist ein 9-Level-Unterschied. So, was kommt jetzt? Zubat schon wieder. Jetzt kann ich Niblock einsetzen. Niblocks Schlecker zieht zwar nicht so viel ab, aber Niblock braucht auch ein paar KP. Erfahrungspunkte meine ich. Ich frag mich, wann Niblock Nachtnebel lernt. Ich schätze so mit Level 21. Also ungefähr noch 10 Level. Momentan sind unsere Pokémon noch ein bisschen weg. Zubat zum Beispiel, Niblock. Aber mit Level 20, dann lernt Niblock Nachtnebel und unser Zubat entwickelt sich zu Golbat. Und vielleicht lernt sogar noch Flügelschlag. Und wenn wir noch mehr Glück haben, dann entwickelt sich unser Golbat vielleicht sogar mit Level 25 zu X-Bat. Dann haben wir richtig ein gutes Team. Niblock können wir hier leider nicht entwickeln. Ich habe immer noch nicht getestet, ob man Pokémon über Emulator tauschen kann. Ich glaube, das mache ich nach dem Part. Da muss ich mich echt dran erinnern. Ich nehme mir vor, das zu machen. Aber wenn ich den Part beende, dann vergesse ich es immer. Und ja, ich werde jetzt einfach mal nach dem Part. Ich mache es jetzt so. Ich schreibe das mir jetzt auf. Moment. So, ich nehme jetzt einen Stift und einen Kuli. Paralyse. Okay. Und ich schreibe jetzt auf: Pokémon tauschen. Okay. So, dann werden wir sehen, ob es geht. Und wenn es nicht geht, dann schaue ich im Internet nach, wie wir unsere Pokémon tauschen können. Es wird schon irgendwie gehen. So, Zubat wurde besiegt. Okay, fast Level 12, unser Niblock. Vielleicht sogar nach diesem nächsten Zubat. Aber ein Level 12er Niblock. Ich glaube, dann nennt Niblock sogar Horrorblick. Ist gut, um wilde Pokémon zu fangen, die fliehen. Wander-Pokémon, NTE und Raikou sind die Wander-Pokémon dieser Generation. Suicune auch, aber Suicune ist hier kein Wander-Pokémon in dieser Edition. Suicune ist nur in der silbernen und in der goldenen ein Wander-Pokémon. In der Kristall-Edition ist es keins. Warum, werden wir später erfahren. Ich frage mich, wie viel AP Schlecker noch hat. Wie viel Mal wir noch zum Schlecker gehen können, bevor Schlecker dicht macht. 21 AP. Na gut, das reicht locker. Ich weiß, das ist ein langweiliger Kampf. Aber das ist ja normal für den Anfang. Wir sind ja immer noch am Anfang. Ich meine, wir haben gerade erst einen Orden. Daher, ja, ist es noch nicht so besonders spannend. Unsere Attacken sind auch noch ein bisschen weg. Das ändert sich nach dem... Ja, wenn wir in Ducatia City sind, dann wird sich alles ändern. Da bringen wir unsere Pokémon übelste Attacken bei. Feuerschlag, Donnerschlag und Eishieb. So, Level 12 für Niblock. Jetzt müsstest du Horrorblick lernen. Okay, doch nicht. Dann ist es wahrscheinlich Level 14. Du bist zu stark. Findest du? Wie geht's dir? Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Huch, es trägt einen Brief. Brief lesen? Ja. Gold liest den Brief. Sei so lieb und kümmere dich bitte um Opa. Und das Fleckmann. Was? Danke, Papa. Was? Ich versteh's nicht. Nochmal. Ein Fleckmann mit abgetrennter Route. Hat der einen Brief? Nein, auch nicht. Okay. Der Brief, der war total unnötig. Was willst du? Wenn du uns bei der Arbeit störst, gibt es für dich keine Gnade. Gut, das ist der letzte Rocket, wenn wir ihn besiegt haben, sind die Fleckmons gerettet. Und dann beende ich auch den Part. Dann machen wir im nächsten Part die Arena. Okay, der hat ein sehr starkes Morgan, Level 14. Und wir haben ein sehr starkes Zubat, das leider geschwächt ist. Moment, wir haben ja bestimmt irgendwo noch ein Heil-Item. Ah ja, ein Supertrank, genau, den haben wir ja in den Fleckmon-Boden gefunden. Perfekt. Ja, Smog kann nur mit Tackle angreifen. Smog wäre dumm, weil Smog nicht so effektiv wäre. Und unser Zubat ist selber ein Gift-Pokémon, daher kann es nicht vergiftet werden. Daher greift er jetzt eigentlich nur mit Tackle an. Aber der Tackle zieht schon ziemlich viel ab für... Ja, für den Tackle. Ah, er schreckt zurück. Was für ein Glück. Okay, nochmal Biss. Ach, er schreckt nochmal zurück. Ach, was für ein Glück. Okay, nochmal Biss.
Oh, schade, jetzt schreibt er nicht zurück. Und jetzt mach ihn alle. Arrivederci, Smogon. Naja, fast Level 16. Für heute war es okay, aber beim nächsten Mal wird alles anders. Yeah, Team Rocket wurde vor 3 Jahren zerschlagen. Aber wir haben unsere Arbeit im Untergrund fortgesetzt. Nun kannst du zusehen, wie wir für Unruhe sorgen. Weiter so, Gold. Team Rocket ist abgehauen. Mein Rücken geht es schon besser. Lass uns gehen. Na gut, Arcelius sieht dich schon wieder. Hi Gold. Du hast dich... Moment. Hi Gold, du hast dich am Brunnen wie ein wahrer Held benommen. Ach verdammt, ich hab die Stimme von dem Typen vergessen. Ich mag deinen Stil. Es wäre mir eine Ehre, für einen Trainer wie dich Bälle anzufertigen. Das ist alles, was ich habe. Aber bitte nimm es. Ein Köderball. Toll. Ich mache Bälle aus Aprikokos. Pflücke sie von den Bäumen und bringe sie zu mir. Ich fertige daraus Bälle an. Hast du eine Aprikoko für mich? Ja, habe ich. Schön, ich werde einen Ball daraus machen. Ja, Aprikoko weiß. Er wird einen brauchen, um den Ball zu machen. Komm später wieder. Okay, den holen wir uns im nächsten Part. Verdammter Greg. Nein, Käferturnier, ich weiß, aber wir können da noch nicht hin. Das kommt erst später. Scheiß Spoiler. Er hat angerufen, um uns voll zu spoilern. Naja, gut. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder und dann holen wir unseren Ball ab. Also, bis zum nächsten Part. Ciao.